Hallo und Hallo. Herzlich willkommen zum nächsten Video von Die Sachsengriller. Wir haben uns heute mal wieder in die klassische Richtung getraut und haben die Rotisserie in Betrieb genommen. Und zwar gab es darauf einen Krustenbraten. Was wir dazu alles benötigt haben, das zeigt euch jetzt der André. Krustenbraten, ein paar Zutaten. Hier vorne Krustenbraten, dann hier hinten unsere Gewürze von Waldheim. Das wäre jetzt hier Paprika, Salz, Zucker, Kumin, Knoblauch, Zwiebel, Oregano, Pfeffer und noch etwas Chili. Und natürlich, was nicht fehlen darf, eine ordentliche Flasche Bier. Unseren Krustenbraten brauchen wir gar nicht viel groß vorzubereiten. Das einzigste, was ist, erst einmal jetzt die Schwarte rautenförmig einschneiden. Passt auf, dass ihr nicht zu weit reinschneidet, nicht dass ihr uns das schöne Fleisch alles zerschneidet. So sieht das doch dann ordentlich aus. Wer die Rauten kleiner machen will, der kann sie machen, wie sie will. Ihr könnt sie groß, klein, egal. Hauptsache, es sind welche drin. Ja, wie ihr seht, habe ich mir eine Konsistform geholt, habe unseren Krustenbraten drin platziert. Jetzt kommt unser Bier dazu. Das war natürlich nicht zum Trinken da, sondern um das Fleisch drinnen zu baden. Die Flasche machen wir leer. Falls euer Krustenbraten ein bisschen dünner ist, passt auf, dass eben an die Schwarte kein Bierchen kommt. So, das langt schon. Jetzt nehmen wir von unserem Salz ungefähr die Hälfte, streuen sie mit drüber und ein kleines bisschen in die Messerschnitte herein massieren. So, sieht das doch schon wunderbar aus. Was ist jetzt zu machen? Abdecken in den Kühlschrank. Über Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Unser Krustenbraten hat die Nacht gut überstanden im Kühlschrank. Der oder das Bier konnte jetzt seinen Geschmack ans Fleisch abgeben. Wir nehmen ihn jetzt raus und tupfen ihn mal trocken. So, wie gesagt, abgetupft haben wir ihn. Die Gewürze habe ich ordentlich vermengt und jetzt einfach unser Fleisch damit ordentlich einwürzen. Wir machen aber bloß die Fleischseite, nicht die Krustenseite. Können wir ruhig mal ein bisschen andrücken und einmassieren und auch die Schmalflächen, sage ich mal, wieder dazu. Auch nicht vergessen. So, und jetzt lassen wir die Gewürze natürlich auch noch ein kleines bisschen einwirken. Ja, weiter geht's mit unseren Krustenbraten. Spieß in der Hand, weil wir wollen heute den Krustenbraten auf der Rotisserie machen. Wir werden ihn mal versuchen mittig reinzubekommen und das geht butterzart hier durch. Und jetzt kommen nur noch unsere Krallen links und rechts dran. So. Und von der anderen Seite noch einer. Gut. Festmachen. Und so dürfte nichts passieren. Dürfte alles fest sein. Ab auf den Grill. Ja, wie ihr seht, wir sind am Grill angekommen. Wir machen das heute auf der Weberkugel. Unser Setup sieht wie es folgt aus. Links wie rechts haben wir den Kohlekorb voll gemacht. Unten drunter haben wir eine Aluschale hingestellt, damit uns das ganze Fett nicht den Grill versaut. Und hier oben ist unser schönes Stück Fleisch. Ich würde sagen, ich schalte jetzt mal die Rotisserie an. Und dann werden wir ab und zu mal nachschauen. Kerntemperatur wollen wir 75 Grad erreichen.
Ein kleiner Zwischenstand. Dreiviertel Stündchen haben wir jetzt rum. Das sieht doch schon gut aus. Die Schwarte fängt auch schon langsam an zu ploppen, sagen wir dazu. So, aber schnell wieder den Deckel zu und weiter geht's. Anderthalb Stunden haben wir jetzt rum. So sieht unser schönes Stück Fleisch aus. Wir haben eine Kerntemperatur von 59 Grad. Also ein kleines bisschen müssen wir noch warten. KT 75 Grad haben wir erreicht. Knapp 2 Stunden hat die ganze Sache gedauert jetzt. Jetzt holen wir es runter, schneiden uns mal, oder wir schneiden in der Mitte mal durch und schauen uns an, wie saftig es noch ist. Ja, wie gesagt, wir wollen noch einen kleinen klassischen Mittelschnitt machen und ihr hört, es ist schön kross. Heiß, 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 heiß. Das sieht gut aus. Der Lieblingsteil des Grillens kommt, das Verkosten. Noch etwas Fleisch. Saftig, herrlich im Geschmack, die Gewürze, die wir hier wieder verwendet haben. Wunderbar abgestimmt auf das Stück Fleisch. Warte, ich nehme das ab. Und wie ihr schon auch im Anschnitt gesehen habt, die Kruste schön krustig aufgeploppt. Runde Sache. Kann ich nur, brauchen wir nicht drum rumreden, ist eine runde Sache. Was ich natürlich sagen will, ist, dieses Rezept ist zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit dem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, somit verpasst ihr keine Folge mehr von uns, drückt die kleine Glocke und dann würde ich sagen, wir essen jetzt den Rest und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Und tschüss, sagen eure Sachsengriller André und Marco. Ciao. Ciao.